Hallo, herzlich willkommen bei Mrs. Fluri. Ich zeige euch heute das Rezept für einen total leckeren und saftigen Nusszopf. Der sieht nicht nur wunderschön aus, der ist auch ganz einfach zubereitet. Ich zeige euch nun, wie das geht. Für den Nusszopf habe ich mir schon alle Zutaten vorbereitet. Ich verwende heute Zopfmehl, dann braucht ihr für den Teig auch schon ein paar geriebene Haselnüsse, Zucker, pflanzliche Margarine, etwas Salz. Ich verwende frische Hefe und pflanzliche Milch. Bei mir ist das heute Mandelmilch, die habe ich lauwarm erwärmt. Als erstes löse ich die Hefe auf, das ist hier mein Zucker für den Teig. Davon nehme ich mir eine kleine Menge, gebe sie zur Hefe und nun rühre ich einfach kräftig um und mit kräftigem Rühren verflüssigt sich die Hefe. Schon habt ihr flüssige Hefe. In meine Schüssel gebe ich das Mehl, Zucker sowie etwas Salz. Das Ganze verrühre ich etwas miteinander. Dazu gebe ich jetzt meine flüssigen Zutaten, die Milch, die pflanzliche Margarine. Die sollte schön weich sein bei Raumtemperatur, sonst die auch noch etwas erwärmen, sowie meine flüssige Hefe. Alles verknete ich zu einem Teig. Wenn der Teig sich anfängt zu verbinden, gebe ich noch Haselnüsse dazu. Je nach Konsistenz von eurem Teig 2 bis 3 Esslöffel. Der Teig sollte am Schluss schön weich sein. Nicht zu trocken und fest, aber eben auch nicht zu weich. Ich habe den Teig nun für 10 Minuten kräftig geknetet. Das ist sehr wichtig bei Hefeteig, diesen genügend lange kneten, so wird er wunderschön. Und ihr habt nachher einen luftigen Hefezopf. Der Teig löst sich jetzt geschmeidig von der Schüsselwand. So gebe ich ihn jetzt zurück in meine Schüssel und lasse ihn zugedeckt für mindestens eine Stunde aufgehen, bis er sich im Volumen verdoppelt hat. Ich bereite jetzt die Füllung für meinen Nusszopf zu. Dafür verwende ich Haselnüsse, Zucker, Kakaopulver, sowie etwas Zimt. Die trockenen Zutaten vermische ich schon miteinander. Dazu gebe ich pflanzliche Margarine, die habe ich erwärmt, dass sie flüssig ist. Alles vermische ich miteinander. Ich gebe noch etwas Mandelmilch dazu. So hat die Füllung eine gute Konsistenz und ich stelle sie zur Seite. Mein Teig hat nun für eine Stunde aufgehen können. Der wird nun ausgerollt. Ich bestäube den Teig noch mit etwas Mehl, dass er nicht anklebt, und rolle ihn rechteckig aus. Ich gebe die Fülle auf meinen Teig. Zum Verstreichen nehme ich mein Teigkörnchen, das geht am besten. Den Teig rolle ich von der Längsseite her auf. Mit einem scharfen Messer halbiere ich meine Nussrolle. Die beiden Teigstücke lege ich jetzt übereinander und verdrehe ich miteinander, so dass diese geschnittene Oberseite nach oben schaut. Die Enden gebe ich nach unten. So hebe ich den Nusszopf in meine vorbereitete Backform. Ich habe die mit Backpapier ausgelegt. Ihr könnt den Zopf aber auch auf dem Blech backen. So geht er einfach ein bisschen in die Breite auf. Ich finde es schön, wenn er in die Höhe aufgeht, und da ist diese Form ganz praktisch. Den Zopf decke ich nochmal ab und lasse ihn so aufgehen. Den Nusszopf backe ich bei 200 Grad Ober- und Unterhitze auf der mittleren Schiene für ca. 40 Minuten, überprüft ihn nach 35 Minuten, wie stark er schon gebräunt ist, und lasse ihn anschließend etwas auskühlen. Der Nusszopf schmeckt sehr lecker noch mit etwas Puderzuckerglasur, oder ihr könnt ihn auch nur mit ein bisschen Puderzucker bestäuben.
Der ist einfach total lecker, der passt super für eine Kaffeetafel oder jetzt auch an Ostern zum Brunchen. Das ist ein total leckeres Rezept. Den müsst ihr unbedingt einmal ausprobieren. Wenn ihr den Zopf einmal ausprobiert, schickt mir unbedingt eure Bilder mit dem Hashtag Mrs. Fluri auf Instagram oder auf Facebook. Ich freue mich immer, wenn ich eure Kreationen sehe. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr keine weiteren Videos. Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Mrs. Fluri.